Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde hier bei Ocean's Heart. Wir sind jetzt hier irgendwie diesem Geheimtunnel auf dem... dreimal anklopfen. Was soll man hier dreimal... Was war das jetzt mit dreimal anklopfen? Wir haben jetzt überhaupt nicht dreimal angeklopft. Ich meine, wir hätten ja eine Einladung. Wir könnten ja diesen Dupont... Ich kann mich nicht daran erinnern, dass uns die werte Freundin gegen Monster ankämpfen kann. Deswegen wundert es mich, wenn die diesen Geheimtunnel genommen hat. Ah, okay. Aua. Blüten, Blumen, was auch immer. Nee, die Wände schauen alles aus. Okay. Also keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat, dass wir hier lang sind. Das ist diese komische Statue. Ich bin im Schloss rausgekommen. Alles klar. Aha, da ist unsere Freundin. Hazel, ich habe überall nach dir gesucht. Tilia, was machst du hier? Eigentlich habe ich das schon beantwortet. Ich habe überall nach dir gesucht. Wo ist Papa? Das ist eine lange Geschichte, aber es freut mich, dich zu sehen, Tilia. Ich brauche diese geheimen Bücher, um das Schwert des Meerkönigs zu finden und ein schreckliches, mächtiges Artefakt zu zerstören. Es gibt da diesen Piratenrat und Schwarzbart will alle Piratenbanden vereinen, damit er sich dieses Artefakt unter den Nagel reißen kann. Womit er das Meer und die Stürme und die See beherrscht. Du meinst das Herz der See? Ja, oh, du hast auf der Suche nach mir bestimmt ordentlich was durchgemacht. Wahrscheinlich hast du gegen Piraten gekämpft und davon gehört. Ja, ich habe gegen viele Piraten gekämpft. Weil du und Papa nicht nach Hause gekommen seid, musste ich euch suchen. Hazel, ich freue mich so, dich zu sehen. Aber ganz ehrlich, ich bin ziemlich wütend, dass ihr irgendwelche Schätze sucht, anstatt mich wissen zu lassen, dass ihr noch lebt. Ich fürchte, du verstehst nicht, wie gefährlich Schwarzbart ist. Die letzte Person mit dem Herz der See war für die Überflutung in ganzer Städte. Ja, das kann ich ja irgendwie nicht glauben. Ja, Piraten sind böse, kämpfen wir gegen sie. Aber warum konntest du vorher nicht nach Hause kommen? Ich versuche, eine Armee von Piraten zu stoppen und du bist wütend, weil ich nicht einen kurzen Abstecher zu Hause gemacht habe? Nur für dich? Ernsthaft? Oh, Hagel und Granaten. Der Piratenrat hat mich wohl erwischt. Schnapp dir dein Buch und hau ab. Ich kümmere mich um dieses Problem und wir sehen uns danach in der Herberge. Das war's schon. Ansonsten finden wir jetzt hier nichts, oder? In der Herberge, alles klar. Also, wir speichern jetzt mal. Oh, wir haben aber schon echt viele gemacht. Ich wollte eigentlich gar nicht alle machen. Also so. Seevogelträne. Da haben wir jetzt Erkunde weiter, um sie alle zu finden. 2 von 4. Dann Höhlenschlüssel. Moosschlüssel. Hundegeburtstag. Salpetermine. Oh Gott, wir müssen sowieso zurück nach Einbord. Ach, na toll. Natürlich kann ich über den Ding nicht mehr zurück. Aber ich glaube, ich brauche, Autsch! Geh schon mal auf den Keks. Okay, wir nehmen jetzt einfach den. Nervt mich nicht. Blöder Pirat, du. Wir brauchen aber jetzt mal wieder was zum Essen. Okay. Aua.
Können wir hier noch irgendwelche Pflanzen abschauen? Ja, können wir. Dann müssen wir die doch mal mitnehmen. Wieso brennt hier alles? Können wir denn jetzt diesen Hundegeburtstag überhaupt noch machen? Geh mal nicht auf den Zeiger, du Luschi. Okay, wo kommen wir hier wieder rein? Noch mehr Piraten. So viele Beeren. Können wir gleich mal ein paar vernaschen. So, dann machen wir das einmal. Ich hätte nie gedacht, dass ich für das Spiel so lange brauche. Ich habe ja gewusst, dass ich dass es eine Weile geht, aber es geht echt lang. War schon mal wesentlich eleganter bei meinen Kämpfen, aber irgendwie. Tada! Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, aber ja, ach, hier oben. Okay, ja, gut. So, dann bin ich jetzt offiziell mal raus. Euer Klaus. Und hier kann man echt nichts machen, gell? Bei diesem alten Baum. Okay, wir gehen jetzt erstmal zum Bombenmacher. Wo war denn der? Hier ist die Taverne. Ich glaube, der Bombenmacher war irgendwo rechts unten. Da unten ist der Bombenmacher. Dann geben wir die Quest mal ab. Dann haben wir schon mal eine Quest oder weniger. So. Ah, du bist zurück. Du hast das Monster besiegt, das in den Tiefen deshalb Petermini gelauert hat. Ja. Ja, habe ich. Du meintest, du würdest mich bezahlen. Hurra, jetzt. Ja, jetzt kann ich meine Bomben verkaufen. Jeder Laden auf der ganzen Welt wird meine Bomben haben wollen. So viele Explosionen. Aber ja, ich werde dich bezahlen. Was will ich mit so vielen Bomben? Ach, du Scheiße. Oh, hallo, du bist es. Das mit dem Monster hast du gut gemacht. Es ist ja so cool. Oh, hey, ist das... Tut mir leid. Diese Pläne, die Entwürfe, sind das Entwürfe für... Sind das ja der Bombenpfeil? Oh, die? Ja, ich habe die in einer Piratenfeste entdeckt. Sag bloß, du könntest die herstellen. Naja, ich habe Bomben studiert. In der Schule? Also nicht in der Schule. Das wäre schon heftig im Unterricht, aber in meiner Freizeit. Ich meine, ja, das kann ich. Sieht aber so aus, als bräuchte ich noch ein paar Sachen. Zwei, um genau zu sein. Wolfram, das ist dieses Metall, das nicht schmilzt. Das interessiert mich bestimmt nicht. Ach, das interessiert dich bestimmt nicht. Wo finde ich Wolfram? In einer Höhle zwischen Eichenport und Gabemund. Der Anstich heißt Meerenge oder der Donnen, weil es dort so viele spitze Felsen gibt. Aber die Höhle ist dort auch. Dann müsstest du das einem Kerl namens Frosty bringen und er würde sagen, oh, du hast Wolfram, du bist tüchtig. Nimm dieses Maschinenteil. Ich meine, er hat gemeint, er würde mir dieses Maschinenteil geben, wenn ich beweisen könnte, dass ich es auch nutzen würde. Frosty, das Wolfram bringen. Wo wohnt er? Wahrscheinlich findest du ihn in der geheimen Kampfarena im Hafen. Sie ist, der Eingang ist hinter dem Stand eines Händlers. Mhm. Sollte das alles kein Problem sein für mich. Wolfram aus der Höhle holen, Frosty finden, alles klar. Ja, die Pfeile werden reinhauen. Okay, ich warte mal, in dieser Höhle war ich sogar schon und habe etwas Wolframerz gefunden. Ist das das? Oh, Junge, das ist Wolframerz. Aber zeige es noch Frosty unten in der Game Arena. Oh Gott. Wie sie mich von A nach B jagen. Wie lästig. Haben wir hier noch was, bevor ich jetzt wieder runtergehe? Ja, wir brauchen irgendein altes Gebäude. Irgendein altes Gebäude, was abgeschlossen ist. Ich habe gelesen, dass man 500, 100 Dinge reinschmeißen muss.
100 Münzen. Ja. Also man muss 100 Münzen reinschmeißen, damit man was rausbekommt. Ich habe natürlich keine Ahnung, bei was wir angefangen haben. Ja, ich melde mich dann so in 5 Minuten wieder, oder? Ja, Korallenerz, juhu! Genau, das habe ich nicht gelesen, dass man da Korallenerz rauskriegen kann. Da unten war mal. Wir brauchen immer noch ein altes Haus, das abgesperrt ist. Da ist die Schmied. Ich wette, im Ballasthafen könnte man das finden. Haufenweise gestohlenes Zeug gibt es da, aber Piraten auch. Und vor denen habe ich Angst. Oh nein. Ich will jetzt schon wieder eine Quest. Schärferes Schwert. Bogen. Bogen. Schwert. Schwert hat jetzt 9. Bogen hat 7. Aber ich sehe. Ja, bitte noch Bogen. Wie viel Korallenerz haben wir denn noch? Nichts mehr. Okay. Korallenerz haben wir nun komplett benutzt. Das ist gut. Hier muss irgendwo ein altes Haus sein, was abgesperrt ist. Und da waren wir schon drin. Und es war auch nicht abgesperrt. Weil wir haben noch diesen alten rostigen Schlüssel, den wir gefunden haben in die Katakomben. Und da muss irgendwo ein Haus dazu sein. Okay, das ist die Herberge, da gehen wir nachher rein. Da will ich jetzt nämlich noch nicht rein, weil dann bin ich nämlich gleich wieder bei diesem... da unten. Na, wie kommt man da hin? Das ist nämlich das einzige... Oh, lasst mich halt mal durch. Ah, hier kommt man durch. Oh. Na toll. Na toll. Okay, die Böden sind schon ein bisschen... Ah ja, okay, das Monster ist wenigstens mit mir runtergefallen. Das ist auch ganz gut. Wo ist er jetzt? Der hat's schon in sich, so ist nicht. Okay. Schätze. 100 Kronen. Eine Rüstung, ja. Und sonst? Keine geheimen Karten oder so? Oder Gold liegt doch auch rum? Oh, naja, Tilia kann mit Gold halt nicht viel anfangen, gell? Das war's schon. Sehr wenig. Da müssen wir lang. Okay, dann haben wir jetzt den blöden Schlüssel auch abgefertigt und alle Türen eigentlich geöffnet soweit. Was können wir denn noch machen? Den Höhlenschlüssel haben wir. Die Salpetermine haben wir auch. Thymiansbomben. Da müssen wir runter und Ballers Schwarzmarktwerkzeug. Finde irgendwo Werkzeug. Ferris empfiehlt, den Ballasthafen danach zu suchen. Nochmal eine bessere Rüstung. Okay. Die alten Haine. Seevogelträne. Hundegeburtstag. Das müssen wir auch noch machen. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal runter und besorgen. Weil da müssen wir eh nämlich wieder zurück. Ich gehe vor dir, weil sonst dafür wieder ewig warten. So. Da sind wir, glaube ich, herkommen, gell? Hui. Roller, 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 roller. Einmal runter. Ah, halt da war es, da drüben. Oder? Da war doch dieser komische. Da. Rinder mit uns. Und der Rosti war hier oben. Das war der da unten.
Der da. Hey, kann ich dir helfen? Na, das kannst du tatsächlich. Ich arbeite mit dem Praktikanten im Bombenladen an einem Projekt und er hat gemeint, dass ich dir dieses Wolframerz bringen soll. Dann würdest du mir ein Maschinenteil geben, das wir zum Fertigen von Bombenpfeilen benötigen. Oh, du hast dich echt in die Höhle gewagt, um das Wolframerz zu besorgen? Du bist tüchtig. Na gut, ich gebe dir das Maschinenteil gerne mit. Aber die Sache ist die. Ich habe mit Piraten Karten gespielt und die Einsätze waren ziemlich hoch. Dann führte eins zum anderen. Jedenfalls, als es für sie schlecht aussah, haben sie mich K.O. geschlagen und dieses Maschinenteil gestohlen. Oh Gott. Worauf ich also hinaus will, ist, dass du dir das Teil wohl selbst von den Piraten holen musst, wenn du es haben willst. Ich kann dir nicht helfen. Oh. Na gut, wo finde ich diese Piraten? Sie verstecken sich in einem Haus westlich des Hafens über die Brücke und eine Treppe hoch. Pass aber auf, die stehen total auf Bomben. Oh Gott, diese Leute. Westlich. Westlich. Aber das sind doch... Aber hier ist doch bloß die Werft. Da waren wir doch schon. In einem Haus westlich der Stadt. Die Brücke westlich, westlich, westlich. La 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 la. Das soll irgendwo ein Haus sein. Es soll irgendwo ein Haus sein. Aber da war kein Haus. Nicht, dass ich wüsste. Oh. Ich Idiot. Ich glaube, ich bin hier völlig falsch. Erleichtere die Piraten um das gestohlene Maschinenteil. Du findest sie in einem Haus jenseits der Brücke westlich des Hafens. Ja. Aber das ist doch gar kein Haus. Okay, warte, pass mal auf, ich brauche mal schnell die Vogelträne, Alter. Damit müsst ihr doch die Vögel grillen können, oder? Nein, natürlich kann ich die Vögel damit nicht grillen. Tja, ich würde sagen, ich melde mich gleich wieder zurück mit der nächsten Folge. Bis dahin sage ich auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen, dass ihr dabei wart. Und ade, wasche und bis zum nächsten Mal. Servus, macht's gut.